Also man hat halt ultra viel Reichweite mit dem Typen hier. Man kann, Alter, die Fähigkeit kann man vor allem ständig machen, wa? Wenn ich mir das so angucke. Krass. Total krass. Also, uppala, das war wieder das Falsche. Ich verwechsel immer die Fähigkeit mit den Minen und die andere. Was nicht so geil ist. Eigentlich. Naja. Alles voller Minen. Oh. Aufpassen. Und Feuer. Ich habe das Gefühl, Schaden ist gar nicht so übel bei dem. Aber der wird wahrscheinlich relativ flott. Zu wenig Defense haben, schätze ich einfach mal. So, ich weiß nicht, auf welcher Seite ich hier gerade richtig bin. Ich glaube, in diese Richtung bin ich falsch. Ich sollte in die andere Richtung gehen. Ich glaube, es geht nicht sehr viel weiter mehr in diese Richtung. Oder ich stehe irgendwo in der Mitte. Das kann natürlich auch sein. Man kann sich da nie ganz sicher sein. Doch, kann man, wenn man die Karten kennt. Tue ich aber nicht. Und ich scheine mich... Ja, so unbedingt scheine ich mich dann doch nicht vertan zu haben. Es könnte tatsächlich... Rat sie um. Komischer Turm. Da. Ich sehe nichts mehr. Finde ich gut. Mein Turm macht da schöne Arbeit. Ich lasse den da mal stehen. Der soll da Sachen töten. Nehmen wir mal das da. Oh. Extra Gold. Ja, warum nicht? Da hinten komme ich wahrscheinlich nicht dran. Das sieht zumindest nicht so aus. Das... Mich stört hier gerade schon wieder extrem diese, ja, wie soll ich das sagen, diese Map, weil ich nicht so richtig weiß, wo ich hin soll und wo ich hin kann und was ich da genau tun soll. Boah, ich habe noch kein Use-Item, warum nicht? Komm, ich mach das nochmal. Oh, das ist gut. Enemies detonate, das ist schön, das ist sehr schön. Mich zwar noch eine Menge nochmal Leben gekostet, aber hey, ich habe ja die Drohne, die Heildrohne. Das ist also okay. So, jetzt muss ich wirklich irgendwo ganz in die Pampa laufen. Da oben sind noch ein paar Gegner, die muss ich aber erst später töten. Theoretisch. Kommt natürlich ein bisschen drauf an jetzt. Ich weiß nicht, ob ich am Anfang den richtigen Weg gegangen bin. Ich glaube fast nicht. Fast nicht. Dieser Ton, wenn man diese Granaten schießt, ist einfach total witzig. Oh, Benzin. Ja, warum nicht? Noch mehr? Nö. Schade eigentlich. Hier machen wir das nochmal. Was ist das? Das ist Heals After Kill. Das ist... Oh. Oh. Ho, 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 ho. Dankeschön. Geiles Item. Hilfe. Das ist alles nicht so richtig das, was ich eigentlich haben wollte. An Fähigkeiten gerade, aber hey, whatever. Heal after kill ist toll. Vor allem, wenn ich die wahrscheinlich nicht mal selber machen muss. Über Bande schießen ist auch irgendwie sehr effektiv, muss ich ja sagen. Der hat den tatsächlich gerade getötet, oder? Oh, das Schwein. Oh, das schön, das ist auch ganz schön, ja doch. Hüpf, 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 hüpf und Minen legen. So, machen wir das nochmal. Er ist nicht tot. Warum ist er nicht tot? Stirb. Okay, dann, ja, welches nehme ich denn? Das heißt, ich nehme tatsächlich das in der Mitte. Bekomme dafür nochmal Bonus-Damage gegen Healthy Monsters. Ja, ich nehme an, das heißt einfach nur gegen Gegner, die noch... Also je mehr Leben die Gegner noch haben, desto besser. Und desto mehr Schaden mache ich da dran dann. Ah. Ja. Ja. Hilfe! Stirb! Stirb! Danke.
Phew, da hinten. Oh, noch mehr Leben spenden. Das ist gut, wenn man so eine Heildrohne dabei hat, dann ist das nämlich nicht so schlimm, wenn man das tut. Oh, wobei, jetzt langsam wird es. Da. Jetzt wird es langsam hart. Ih, das sieht ja komisch aus, das Viech. Da. War auch nicht so clever gerade. Au, da bin ich vor allem reingesprungen. Das war halt blöd. So, jetzt muss ich hier wirklich noch warten ein bisschen. Weil ich gerade nicht genug Leben dafür habe, um dieses Ding zu benutzen. Und ich kriege vor allem gerade noch mehr Schaden. Das ist auch nicht so schön. Nicht so geil. So. Ich weiß nicht, ob ich das gerade wirklich will mit dem. Na komm. Die Missile, jetzt brauche ich natürlich ein bisschen Heilung. Aber die Missile ist, glaube ich, auch ganz gut gerade hier. Ich weiß gerade nicht, wo ich hingehe und wo ich schon war und wo noch nicht, ne? So gar nicht. Also hier bin ich rausgekommen. Ganz offensichtlich. Ganz am Anfang. Da hinten ist noch eine Truhe, das ist schön, die möchte ich natürlich haben. Oh. Kein schlechtes Use-Item, glaube ich eigentlich. Macht eine Menge Schaden immerhin. Sollte also passen. Hilfe! Sterbt doch einfach alle. Aua. Ah. So. Den kriege ich noch tot da drüben. Und ich glaube, dann gehe ich wirklich in Richtung Schrein schon. Der war ja hier hinten, aber ich weiß halt nicht, ob ich... Ich weiß nicht, ob ich irgendwas verpasst habe hier, aber... Da kann ich, glaube ich, gerade nicht mal wirklich Rücksicht drauf nehmen. Rüstung kann ich da nicht drauf nehmen. Ich hätte tatsächlich fast Rüstung gesagt. Den Schrein noch. So. Emma verkackt. Nochmal verkackt. Ich verkack noch mehr, ne? Kriegen wir hin. Schneller laufen. Ja, Drohnen reparieren gerade nicht so. Dabei ich lieber meinen Schadensdingen. Oh. Da vorne könnte ich noch hin. Müsste ich nicht. Müsste war dann doch Blödfug. Ach komm. Fast. Mist. Na, ich gehe noch hoch. Die Erfahrung und das Geld möchte ich noch haben hier. So. Das ist nämlich eine Menge Geld. Oh, cool. Cool, das lohnt sich ja richtig. So, jetzt ist die Frage, irgendwo hier war das doch, meine ich, mit dem... Sterbt! Mistviecher. Mag euch überhaupt nicht. Alle doof. Alle doof. Ich kann noch ein paar Minen hin. Wo war denn das hier? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das relativ... Na, am Anfang war. Bin ich schon dran vorbei? Das kann, da ist es. Ah, sehr gut. Okay. Dann geht es ja noch. Nicht mehr zu, nicht zu lange gebraucht. Ja, alles mit Minen vorlegen. Hehe. Das war jetzt nicht nur die Gegner, die ich eigentlich töten wollte, aber hey. Passt schon. Und der kommt da gerade gar nicht lang, oder? Na geil. Die arme Sau. Ach nee, doch, der kommt da lang. Der will nur meinen Turm gerne töten. Tja. Würde mir ja stinken jetzt. Ah. Er hat meinen Turm. Hat er ihn jetzt getötet oder nicht? Weiß es nicht genau. Na, ich glaube aber nicht. Ich habe das Gefühl, die sind dann eher irgendwie anders kaputt. Uah. Die sterben an anderen Sachen. Hilfe! Geh weg! Da! Dass ich meine Heildrohne habe, sonst wäre ich schon lange gestorben, glaube ich. Ziemlich lange. So. Ist gar nicht so ineffektiv, was hier gerade läuft, muss ich ja mal sagen. Aber es passt schon so ganz gut. Kaboom! Oh, ich kriege jetzt aber gerade wirklich eine Menge Schaden hier. Ist nicht so schön.
Hehe. Werfen mit Bomben darunter und dann machen wir noch sowas. Ich hab ihn runtergeschmissen. Den schlimmsten von den Gegnern da. Karums. Alter Schwede. Das war übel. Nice. Und ist auch gar nicht so ineffektiv, weil ich mich ja heile bei solchen Aktionen. So. Ich kann da hochschießen. So, der da hinten noch. Wie komme ich denn jetzt? Da sind noch zwei. Och, nö. Aber doch, ich komme da dran. Also ohne allzu große Probleme. Weil ich da hochspringen kann. Ich dachte gerade schon, das wäre jetzt sehr, sehr unschön gewesen. So. Hüpf. Auf geht es zum nächsten Level. Der Ingenieur ist irgendwie sehr, sehr interessant zu spielen. Ich finde das so krass, dass sie sich wirklich alle unterschiedlich spielen. Also auch wirklich in der Art und Weise unterschiedlich, dass das irgendwie... Hey, es wirkt halt so völlig anders. Okay, ich gehe erstmal nach da oben. Hier oben ist nämlich grundsätzlich erstmal nicht allzu viel. Erschieße ihn bitte. Ja, hier ist doch jetzt eine ganze Menge. Das ist natürlich blöd jetzt. Toll, jetzt sind die ganzen Minen und keiner läuft drauf, weil der irgendwie keine hat. Okay, jetzt hatte er doch irgendwie... Also ich will nicht sagen, er hatte Bock, aber er ist trotzdem draufgelaufen jetzt. Also erstmal in Ordnung. Boom. Ich möchte ihn da unten eigentlich killen gerne. Naja, so auf den schießen, theoretisch. Ja, scheint erstmal so halbwegs zu funktionieren. Ach, das kann ich noch gar nicht kaufen. Verdammt, das ist noch zu teuer. Jetzt haben die tatsächlich meinen coolen Turm getötet. Zu wenig Geld. Nein, das war das Falsche. Verdammt. So. Oh, oh. Komisches Lasergerät. Machen wir es mal so. Baue ich da mal irgendwie so ein Ding hin. Die können hüpfen, oder? Nee, doch nicht. Die können nur fallen, aber hüpfen nicht. Auch gut. Ja. Diese Gegner, die auch Raketen haben, ne? Finde ich nicht gut. Finde ich so gar nicht gut. Kann ich nichts mit anfangen. Hilfe. Oh oh. Da darf einem eigentlich nicht die falsche Taste passieren. Sonst steht man nämlich doof in der Gegend rum und kann nichts mehr machen erstmal. Für einen kurzen Moment. Also bei dieser Aktion zum Beispiel. Die muss man wirklich dann benutzen, wenn man sie braucht und nicht irgendwann anders. Sonst kann einen das ziemlich schnell umbringen. Ich möchte ihn eigentlich ganz gerne töten. Der ist doch fast down. Der Typ hier. Ah! Doch nicht. Sterbt. Sterbt alle. Oh, jetzt habe ich gar keine Minen mehr. Oh Gott. Ist auch nicht gut eigentlich. Ich bin immer noch nicht, überhaupt nicht in das Wasser runtergegangen. Der muss doch auch langsam mal sterben. Wie viel Leben hat denn der? Kann doch nicht sein. Geht alle drauf hier. Hehehe. Oh, toll. Jetzt ist es tatsächlich hier oben der Schrein. Damit ich schön nochmal runtergehen muss. Was ist das? Health Regeneration. Ja, warum nicht? Gar nicht so schlecht immerhin. Boom, boom. 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 So, jetzt muss ich wirklich nach unten dann. Da muss ja noch Kram sein, den ich brauchen kann. So. Gucken wir erstmal hier. Ich gehe jetzt von dieser Seite nämlich dann zur anderen Seite wieder hoch. Von hier komme ich ja nicht hoch und von der anderen Seite komme ich dann erstmal wieder hoch. Oh Gott, wenn die da oben sind, dann muss ich die hier ja tatsächlich alle töten, oder? Damit das hier funktioniert.
Oder? Das ist gerade nicht. Was ist denn das für ein Item? Room of Trips Detonating on Impact. Aha. Keine Ahnung, was das genau will und heißt, aber okay. Chance to tether yourself to an enemy. Oha. Interessant. Was auch immer das genau bedeutet, das da bedeutet, das scheinbar. Kaboom. Ups, das war nicht das Richtige. Also bitte sterben jetzt, danke. Oh, diese Gegner hier gerade sind blöd, weil wenn die hier so rumhängen die ganze Zeit. Ah. Dann habe ich Probleme gleich, unter Umständen noch. Weil ich da wieder irgendwie hin muss. Aha. Sehr interessant. Man muss halt in die richtige Richtung gucken scheinbar, ne? Ah. Stirb. Da ist noch ein User. Oh. Danke. Das war das User-Item, was ich haben wollte. Das ist doch hier die... Genau, die Geisterkanne da. Perfekt. Uah. Nein. Nein, 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 nein. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg. Alter, teleportiere dich nicht. Geh weg, habe ich gesagt. Man kann hier ja schweben, das habe ich gar nicht gewusst. Also schweben in Anführungsstrichen, aber so langsam gleiten. Das fällt mir gerade zum ersten Mal auf. Wie cool ist das? Oh. Oh, shit. Einfach mal so. Ein Koloss. Das ist sehr, sehr ungünstig gerade. Oh, oh. Oh, oh. Alles voller Minen. Stirb. Stirb, bitte. Detonate 15. Ja. Kann man so machen, glaube ich. Ja. Hilfe. Hilfe, ein Koloss. Ich will den nicht. Oh, oh. Ja. Muss man irgendwie gerade den Koloss töten. Ich meine, der gibt vielleicht ein Item, deswegen ist das gar nicht so schlecht eigentlich, dass der da ist, aber trotzdem ein bisschen Angst vor dem. Also ein bisschen ist gut. Ich habe ganz schön Angst vor dem. Zugegebenermaßen. Ah. Oh shit, jetzt kommt da noch so ein Viech. Ja. Komm, neue. Oh, danke, er ist tot. Was ist das? Ein Kolosse, was auch immer. Health, Health Regeneration und Armor erhöht. Das ist schön. Das scheint ein ziemlich gutes Item zu sein. Das ist nämlich irgendwie so gelb. Und das, ich glaube, daran liegt das. Also, klingt ein bisschen blöd. Daran liegt das nicht, dass ein Item gut ist, sondern daran ist festgemacht, wie rar ein Item ist. Und wie rar ein Item ist, ist natürlich irgendwie interessant. Bezüglich dessen, wie gut das ist. So, jetzt muss ich, glaube ich, mal ganz flott irgendwie den Schrein benutzen. Ich bin nämlich schon auf Insane. Und das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Ich möchte nicht unbedingt mehr. So. Bitte sag mir jetzt, dass das kein allzu... Es ist noch ein Koloss. Aber wo ist er? Ich sehe den Koloss nicht. Da ist er. Komm. Geister. Geister. Ja, Raketen überall. Raketen. Hilfe. Zu viele Raketen. Ah. Oh, cool. Ein Clayman. Also, zumindest der Eintrag über einen Clayman. So. Einfach so ein bisschen weglaufen und versuchen mit den Minen oder so da irgendwie möglichst viel Schaden anzurichten. Ich habe das Gefühl, die Türme bringen gerade nicht so richtig viel. Die gehen zu schnell drauf. Machen auch nicht so viel Schaden, wollte ich sagen. Die Raketen sind gerade auch ultra unangenehm.
Hilfe! Ich will nicht! Ich glaube, ich werde jetzt erstmal überleben und dann gucken, dass ich den Koloss noch töte. Das sollte eigentlich kein allzu großes Problem sein, wenn erstmal die restlichen Gegner alle weg sind. Aber vor denen habe ich jetzt erstmal auch ein bisschen Angst. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Nein, meine Heildrohne! Ganz, ganz ungünstig. Ganz, ganz ungünstig. Ich brauche meine Heildrohne wieder. So. Oh, oh. Ah, remaining enemies. Perfekt. Es werden, jetzt werden es weniger. Sehr gut. Phew. Okay, jetzt sind nur noch die da. Eieieiei. Das war gerade sehr, 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 sehr hart. Level up. Okay, da hinten sind noch zwei mehr. Weil die gerade von ihren Geistern getötet werden. Perfekt. So. Shit, und ich muss wirklich nochmal da runter. Das gibt's nicht, ey. Das ist doch Schande, ist das doch. So, komm. Ich töte ihn jetzt, glaube ich, so. Geht am schnellsten. Schießt mein Turm denn ordentlich drauf? Und warum kommen da neue? Ach so, ja, es ist ein Koloss. Natürlich kommen da neue. Kleinere Kolosse. Ich mache aber eine Menge Schaden, an dem es geht. Jetzt habe ich nur, wie gesagt, das Problem, dass ich da gleich nochmal runter muss. Und dann nochmal ganz außen rum. Und das ist nicht gut für meinen Schwierigkeitsgrad. Trap. Das bringt noch nicht so richtig viel. Kann ich die nicht von hier oben vielleicht irgendwie töten? Das sollen sieben. Ja, es sind sieben Stück. Die kriege ich so leider nicht tot. Shit. Ich wusste, dass das passieren würde. Ich wusste es. Trap. Jetzt haut ja auch noch ab. Da. Dreckiges Mistviech. Da. Raketen und so. Na komm, kann ich nicht irgendwie noch schneller fallen? Nein, scheinbar nicht. Dann jetzt Beeilung. Beeilung, 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 Beeilung. Bin ich... Ich glaube, so bin ich tatsächlich schneller, oder? Brr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 r